Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Vortrag. Ich darf Ihnen für die charmante Einführung danken, für die freundlichen Worte und Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind, erstens. Und zweitens, wie ich es an Ihren aufmerksam aufrechten Köpfen sehe, dass Sie auch zuhörbereit sind, das zu hören, was ich Ihnen heute über Altruismus erzählen soll oder möchte. Wie kam es zu diesem Ausdruck Altruismus? Es ist von Auguste Comte, einem französischen Philosophen, ist das so bezeichnet worden und meint die Solidarität. Die Solidarität zwischen den Menschen. Also Handeln aus wechselbezogener Verbundenheit und Mitverantwortung der einzelnen Mitglieder einer Gruppe, einer Gesellschaft, eines Volkes. Das ist die allgemeine Definition, wie er den Altruismus sieht. Ich möchte jetzt ein bisschen über die Musik und die Bedeutung der Musik für den Altruismus nennen. Wir haben hier von einem Mediziner, Heinrich Hanselmann, ein schönes Zitat. Musik befreit aus der Ich-Gefangenschaft. Im Zusammenspiel wird immer wieder das neu geübt, was im Grunde die menschliche Gemeinschaft von der Ehe bis hin zum Völkerbund am meisten fördert. Führen und sich führen lassen. Echtes Musizieren macht sozial. Also das, was wir in einem Orchester erleben, dass die verschiedenen Musiker sich hier fügen, das zu tun, was der Dirigent von ihnen fordert. Keiner sich in den Vordergrund spielt aus egoistischen Gelüsten heraus, weil ihm eben vielleicht nur ein Piano vorgeschrieben ist nicht ein Fortissimo wie dem anderen Musiker. Dieses sich einfügen zugunsten des Gesamten, das ist echte Demut, die Grundlage für den Altruismus. Ich habe jetzt schon den Egoismus genannt. Also der Egoismus ist wirklich das totale Gegenteil vom Altruismus. Und Comte hat diesen Namen sicherlich Altruismus extra so erfunden, dass er eben als Gegensatz zum Egoismus deutlich erkennbar ist. Egoismus, die Ich- bzw. Selbstsucht im Gegensatz zur Hinwendung zum Anderen. Alte Altra ist ja der und die andere. Das ist bitte sehr wichtig für unsere heutige Zeit, das zu bedenken, weil wir heute einen Superindividualismus der Selbstverwirklichung erleben. Die Psychologen sprechen vom Ich-Syndrom. Ich bin mir selbst der Nächste, ist immer wieder zu hören. Ein zeitgeistiger kollektiver Uniformismus macht sich breit, weil fast alle so denken. Und das Sprichwort, das Hemd ist mir näher als der Rock, ist allgemein bekannt und wird auch leider sehr viel praktiziert. Dagegen, wo findet sich der Altruismus vorkommt? Wo findet er sich in der Philosophie, also in den Religionen und so weiter? Da komme ich dann noch dazu, hoffe ich. Da findet sich die Nächstenliebe sowieso. Aber in der Philosophie ebenso, schon im Naturrecht. Im Naturrecht ist dem Menschen der Altruismus in die Seele geschrieben. Ich habe hier ein Zitat aus einem Buch von Waldstein, der hier schreibt, Cicero hat bereits erkannt, dass Gott der Schöpfer des Naturrechts ist. Hier gibt es übrigens einen Bezug zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass Gott aller Dinge Ursprung und Ziel mit dem natürlichen Licht der Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann. Neueren Datums ist der Hinweis auf das seit dem Jahre 1811 geltende ABGB und dessen Paragraph 16, welcher lautet, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Und Artikel 1 Absatz 2 Deutsches Grundgesetz bekennt sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Dass das heute nicht
tatsächlich so ist, dass diese Rechte respektiert werden. Man betrachtet auch den Titel, den wir vorhin gesehen haben, von Ostad Elahi, dass die Grundlage des Lebens auf dieser Welt eben der Respekt vom Recht der Mitmenschen oder von den Rechten des Mitmenschen ist, das ist leider viel zu wenig verwirklicht. Aristoteles wiederum, also auch noch vor Christus, hat in seiner Staatslehre Politica gefunden, dass die Ethik ihre praktische Anwendung erlebt, denn der Staat ist für Aristoteles die höchste Form der Sittlichkeit. Der Mensch, definiert als Zoon Politikon, also als geselliges Wesen, bedarf zu seiner Vervollkommnung der Gemeinschaft mit anderen. Sehr schön ist das auch, jetzt komme ich zu Ostad Elahi. Also das eine ist ja das Leitmotiv der Veranstaltung hier, aber es gibt hier ein zweites wunderschönes Zitat in seinem Buch 100 Maximen der Führung. Ja? Mitgefühl zu verspüren, sagt er hier, sogar unseren Feinden gegenüber, ist ein Zeichen von spiritueller Reife und innerer Größe. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil das hier ist genau der Gegensatz zu dem, was Nietzsche vorhin gesagt hat, dass Mitleid Schwäche ist. Mitgefühl zu verspüren ist eben ein Zeichen von spiritueller Reife und innerer Größe. Und so möchte ich abschließend wirklich zu diesen kleinen Taten kommen, die hier von Ihnen auch ab morgen bereits vermehrt gemacht werden können. Das ist hier von Bahram Elahi, genau. Er hat auch diese kleinen Zeichen der Nächstenliebe hier mit drei Schritten durchführbar gemacht. Die drei Schritte möchte ich Ihnen ganz kurz sagen. Man soll zunächst Aufmerksamkeit üben und zuhören. Zweiter Schritt, man soll Wohlwollen gegenüber dem Nächsten zeigen und verspüren innerlich. Nicht nur nett zu jemandem sein, um vielleicht gelobt zu werden oder sich irgendeinen Vorteil zu erhoffen. Also ohne irgendeine Berechnung, nur aus Wohlwollen gegenüber dem Nächsten soll man hier die Praxis des Altruismus üben. Und die dritte Stufe oder der dritte Punkt, den Bahram Elahi hier anführt, Taten der Nächstenliebe ohne egoistische Hintergedanken, nur aus Liebe und nicht aus Pflicht. Also eigentlich noch einmal das, was ich eh schon vorhin gesagt habe. Gut, und da kann man sich auch, außer in der Familie, kann man sich auch im Verkehr, im Straßenverkehr etwa üben. Da ist es ja so, dass in der Anonymität hinter dem Blech eines Autos natürlich sehr oft jede Freundlichkeit und jede Nächstenliebe verschwinden, weil da kennt einer nicht jemand und da kann man sich sowieso verstecken, aber man steigt aufs Gas und man lässt jemandem nicht den Vortritt, man fährt noch über einen Zebrastreifen, obwohl ein Fußgänger schon dort ist und erschreckt zurücktreten muss, damit er nicht überfahren wird. Also das sind alles Dinge, wo man altruistisch eben schon stehen bleiben kann, vielleicht sogar höflich winken kann, bitte gehen Sie rüber, ich warte, ne? Dann wird man auch meistens ein freundliches Dankeschön ernten. Wenn man es nicht erntet, na, dann soll man nicht enttäuscht sein und denken, na, den hätte ich jetzt eigentlich nicht gehen lassen sollen, sondern dann soll man erst recht denken, na gut, der wird es auch noch lernen, höflich zu sein. Aber verstehen Sie, also das sind echte Dinge im Alltag, dass man sich hier in dem Altruismus, in der Nächstenliebe übt. Im Beruf auch, im Beruf, wenn man beispielsweise einmal vom Vorgesetzten schlecht behandelt wird oder vom Kollegen gemobbt wird, indem man auf seinen Vorwurf mit Höflichkeit und mit Freundlichkeit reagiert. Haben Sie es mal schon versucht? Das ist entwaffnend, wenn Sie irgendjemanden, der auf Sie zukommt und irgendeine eine Moralpauke auf Sie loslassen will, wenn Sie da ganz anders reagieren, als der oder die das erwartet. Man kann auch gute Worte für einen Mitmenschen als Geschenk geben. Ja? Wenn jemand zum Beispiel schlecht behandelt wird von den Bürokollegen und so, dann kann man sich hier verwenden, ein gutes Wort für den anderen einzulegen. Auch wenn man vielleicht
den anderen gar nicht so mag, aber trotzdem, wenn man merkt, der wird eigentlich hier in die Enge getrieben und wird negativ beurteilt, sollte man das versuchen zu mildern. Dann ganz allgemein sollte man eben auch Kritiken hinunterschlucken. Das fällt einem besonders schwer. Die Superbia, ja, der Egoismus, der Hochmut wird immer wieder sehr aufsteigen als Zorn, wenn man kritisiert wird. Aber die Demut des Altruismus sollte hier überwiegen und der Demut ist der Mut zum Dienen. Ja, also das ist etwas, was eigentlich eine große Tugend ist. Diese Tugend sollte es ermöglichen, dass man dann eben auch gefasst bleibt und die Kritik nicht also zur Verletzung werden lässt. Damit schließe ich, weil sonst bin ich zu spät. Danke für die Aufmerksamkeit.